Ich habe keine Ahnung, was kann ich da jetzt einfach so durch? Ah, okay. Tut weh. Was ist hier los? Friedensstifter 198. Kein Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Weg mit dir, husch, husch, weg da. Oh, der hat richtig Angst vor einer Katze. Was mit dem? Mit dem kann ich nicht quatschen, okay. Nee, da kann ich nicht runter. Okay, schade. Okay, aber wo ist jetzt die Tür, die wir betreten müssen? Oder ist das das hier direkt? Zu Clementine. Das wüsste ich jetzt halt nur gerne. Da meinte er ja hier drinne, dass es hier irgendwie rechts ging, ja? Warte mal. Das ist. Okay, schade. Ich denke, dass es hier vielleicht ist. Jo. Hier geht's hoch. So, und dahin. Und hier. Warte mal. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Spaldasar erwähnt jemanden namens Clementine. Sie könnte uns helfen, sie zu finden. Dieses Bild von die und die Symbole auf der Rückseite können uns wahrscheinlich irgendwie helfen. Okay, dann untersuchen. Okay, müssen wir so ein Bild finden. Okay, hier so runter komme ich nicht. So. Hier auch nicht. Nee, das ist es auch nicht. Ah, warte mal. Warte. Untersuchen und drehen. Ah, da haben wir das schon mal. Und dann drei grüne Punkte, fünf rote Punkte. Das müsste dann wahrscheinlich das Zimmer sein. Drei grüne, fünf rote. Nee. Dann schauen wir mal oben. Hier sind auch nicht. Hier sind nicht. Da sind drei grüne Punkte. Ah, okay. Muss es hier sein? Drei grüne, fünf rote. Hier sind drei Grüne. Das ist eins wahrscheinlich. Zwei. Drei. Ich glaube, ich verstehe schon langsam dessen Zahlen. Vier. Und da ist die fünf. Da haben wir es. Clementines Wohnung.
Ach schade, ich dachte, die könnten in so einem Sprung auch noch aufmachen, die Tür. Aber hier sind wir richtig. Jetzt wird spannend. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Psaltasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich höre, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Kontaktnachricht. Neuen Gegenstand erhalten. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch, zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halt dich nur von den Wächtern fern. Die Wohnung sieht sehr nice aus, auf jeden Fall. Ich dachte schon, weil da irgendwie ein bisschen so leicht am Schimmern ist, so ein blaues Flacker, dass ich da was machen könnte. Okay, jemand mit einer Bomberjacke und Goldkette. Keine Bomberjacke, keine Goldkette. Ja, Mann. Boah, wie nice ist das denn? Boah, ich fühle mich richtig Katze, ey. Bomberjacke und Goldkette. Keine Bomberjacke, keine Goldkette. Auch keine Goldkette, keine Goldkette. Wo müssen wir jetzt finden, ne? Auch keine Goldkette. Keine Goldkette. Komm, den fragen wir mal. Eine Bestechung? Lass mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Okay, den können wir nicht fragen. Gehen wir mal wieder zum Bahnhof. Warte mal, vielleicht der hier hinter war. Mit Bonobo sprechen. Der Müll, den die Stadt produziert, ist kein Scherz. Jeden Tag macht die Neko Corp diese unablässige Arbeit. Ich nicht.
Okay, der weiß ich, wer das ist. Mit Eck sprechen. Okay. Ne, hier ist auch keiner mehr. Oh, ich bin am Aufnehmen. Du sollst mich jetzt mal in Ruhe lassen. Nee, warte. Schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Ja, kennen wir schon. Oh, ich weiß, von wem du sprichst. Er hat früher bei der Necrocorp gearbeitet. Ein fragwürdiger Kerl, wenn du meine Meinung hören willst. Aber nein, ich weiß nicht, wo er abgeblieben ist. Okay, schade. Hier waren wir aber noch gar nicht, ne? Raymal, tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Necrocorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Oh, ein Typ, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt? Nein, da klingt bei mir nichts. Tut mir leid. Was war der? Laser, ich hab zu tun, was willst du? Wo hast du das? Da ist der Typ, ja Mann. Oh, du bist bei den Außenwelten, mein Kontakt. Lass mich dir kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Necrocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt, und schickt jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee, besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Ah, und deswegen wahrscheinlich vorhin die Ablenkung hier. Stehlen Jacke. So, müssen wir hier noch einen Ritt nehmen? Jetzt verstehe ich das, alles klar. Warte, wollte er noch einen Bot haben oder nur die Jacke? Ah, der hat's ausgekriegt. Na, ja, mit denen lieber jetzt nicht sprechen, aber komm, wir riskieren's mal. Könnte lustig werden. Hätten wir es hier nicht gerade mit Diebstahl zu tun? Nee, das zeige ich lieber nicht. So, jetzt suchen wir. Entschuldigung. Suchen wir wieder hier, Laser. Geh und hol mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, damit wir reinkommen. Ah, Arbeiterhelm fehlt noch. Wo haben wir einen Arbeiterhelm? Okay, jetzt erstmal einen Arbeiterhelm finden. Oh, da oben ist offen. Ja, okay. Warum gibt's nichts? Wo kriege ich jetzt einen Arbeiterhelm her? Ah, da haben wir wieder einen Friedensstifter. Friedensstifter 2210-6, die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche Fortsetzung. Mit Kuni sprechen.
Aufzugsbecken. Ich bin gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von einem Wächter angebrüllt. Ja, das wissen wir. Schöne Jacke, arbeitest du in der Fabrik? Klar, ich arbeite in der Fabrik. Aber wo kriegen wir jetzt den Helm her? Ah. Niemand kann den Laden drehen, während er wieder aufgestockt wird. Und die da, und da die beiden, die so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Ah, okay. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stuplachi oder wie Stuplache zurückkommt und mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Alles klar, dann die Bar aufsuchen. Ist da gewesen, glaube ich. Memo. Tonen. Juni. Ah. Das ist der Typ, okay. Ja! Komm, noch ein bisschen. Ja. So geht's auch. So, wo waren die? Hier waren die. So, da bleibe ich jetzt drinnen. Vielleicht komme ich so rein. Jo, mich nimmt das schon mal, geil. Okay, miauen kann ich jetzt auch nicht. So, warte mal, bis der weg ist. So. Und dann schauen wir hier mal. Da. Schnell wieder hier verstecken. Und dann suchen wir mal hier irgendwo einen Ausgang. Was sieht nach dem Ausgang aus? Ja. Und raus sind wir. Okay, wo müssen wir noch mal hin? Aufpassen. Nee, da müssen wir nicht hin. So, wo ging es noch mal hin? Ich glaube, hier war das. Nee. Hä, wo ging das noch mal hin? Zu Blazer. Hier, das Laser. Geh und hol mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Da. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Zieh mich jetzt an, kannst du dich umdrehen? Nö, ich gucke zu.
Die sind klasse, ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Ja, Mann. Okay, miauen kann ich immer noch nicht. Das wäre jetzt auch dämlich. Okay, anstatt reinzugucken, weil er so offen aussieht. Auch nicht schlecht. So, muss ich warten, bis er irgendwie weglotst oder so? Oder kann ich jetzt einfach rausspringen? Spring mal raus. Oh. Da muss ich aufpassen. Jetzt ganz schnell. Ups. Okay, hierhin kommt er nicht. Schnell dahin. Oh. Muss ich vor dem auch aufpassen? Oder gibt es hier irgendwie noch einen anderen Weg, wo ich lang kann? Ah, okay, mit dem kann ich mich treffen. Hey, gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen. Ich habe in dieser dunklen und riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, die zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Okay. Mal schauen, ob ich die finden kann. Komme ich an dem vorbei? So und so und so. Und okay. Dass dem aber nicht auffällt, dass ich jetzt das Ding hier aufgemacht habe. Ist interessant. Oh, jetzt muss ich hier noch. Schön da. Da dran rein. Ja. Okay. Schaffen wir auf. Krass, wie sneaky man sein muss.
Aber der hier ist noch voll. Oh nein. Oh. What? Oh, das können wir machen. Aber wie süß die am Mauzen war jetzt. Okay. Und jetzt ein aus. Aus. Ah, aber fehlt uns noch einer. Okay. Aha. Okay. So machen. Hoppla. Ah, okay. Ah, hier ist noch einer. So. Und hops. Dann machen wir den noch an. Tun den hier hin. Ja. Schalten wir den aus. Schnappen uns den hier. Packen den hier hin. Machen den auch wieder aus. Und dann fahren wir damit darüber. Ja. Und dann haben wir den jetzt. Batterie nehmen. Oh oh. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Ah. Okay. Und hops.
Habe ich dann. Ne, da habe ich zum Glück nichts vergessen. So, und hops. Thank you.